Danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle zum anberaumten Vorstellungstermin für die besetzte Stelle in unserer Firma recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Na, wenn man auf Arbeitssuche ist, dann klammert man Sie an jeden Strohhalm. Ich würde es ja auch nie anders machen. Ihre Bewerbungsunterlagen habe ich eingehend studiert bzw. kurz überflogen. Da war ja wenig Interessantes dabei. Ich sag mal so, Schule war nicht Ihre Stärke. Da können wir uns heute Abend vielleicht drauf einigen, aber heute Abend fällt es ja auch gar nicht auf. Sie sitzen ja unter Ihresgleichen. Fräulein Schneider, Sie sind noch jung. Wenn man jung ist, hat man noch Träume. Träumen Sie ruhig weiter. Das kann Ihnen ja schließlich keiner nehmen, oder? Braun, auch wieder mit dabei. Wir sitzen vom letzten Mal da. Dabei sein ist alles, ne, Braun? Vergessen ist das Vergessen, fällt Ihnen sonst auch nicht allzu schwer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, einigen von Ihnen ist sich bewusst, dass Sie sich hier bei einem Spitzenunternehmen beworben haben, das auch Spitzenmitarbeiterinnen und Spitzenmitarbeiter fordert. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich Sie dazu zählen soll. Mal ganz ehrlich, was sagen Sie derzeit in der Diskussion über die Einführung von Ertragssteuern aus Devisengewinn? Guten Morgen, Schnarch, ich auch schon aufgewacht. Ja? Regen Sie sich nur nicht auf, den Stress einer Anstellung bei uns haben wir Ihnen vorsichtshalber erspart. Bei Ihrem Temperament, da fallen selbst die Fliegen vom Bürofenster ins Koma. Ja? Da lacht sogar die Frau daneben noch, das ist doch schön. Ja? Ich komme mal ein bisschen näher zu Ihnen, wenn Sie mir heute Abend hier reingesetzt haben, das freut mich doch. Ja? 360 geteilt durch 5. Vielen Dank, das war es dann bei Ihnen auch. Ja? Aber er hat es probiert, das hat man genau gesehen, da wurde oben noch angeschmissen, das ist Kabarettpublikum. Die wissen noch, wo man durchbluten muss, wenn es ums Rechnen geht. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mensch, Sie müssen sich schon ein bisschen anstrengen. Arbeitslosigkeit ist kein Freibrief zum Rumsitzen. Da müssen Sie schon die Arschbacken ein bisschen zusammenklemmen. Da müssen Sie aktiv zeigen. Müssen Sie sagen, jawohl, ich spring mal auf die Bühne, mach mal einen Flickflack vor, damit der Chef weiß, wie motiviert ich bin, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie konkurrieren nicht mehr mit den Rindviechern, die um Sie rumsitzen. Das war früher mal. Sie konkurrieren inzwischen mit Polen, Rumänen, Indern, Chinesen, hochqualifizierte Leute und viel mehr als wir. Die hätten schon lange einen Flickflack gesprungen, auch wenn sie es nicht könnten. Da müssen Sie schon mal ein bisschen anstrengen. Ja? Jetzt haben wir wieder das größte Elend da unten reingesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen die Arschbacken zusammenkleben. Sie müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Für die, die Arbeit haben, heißt es, jawohl, Chef, ich bleibe abends mal länger. Warum nicht? Wochenende kenne ich nicht, Familie habe ich nicht. Urlaub brauche ich nicht, ich mache es auch ohne Lohn. Da müssen Sie dabei sein. Die Zeichen der Zeit erkennen, machen Sie unentbehrlich in der Firma als Kleiderständer. Warum nicht? Kann man doch mal machen, als Ventilator, als Aschenbecher, als Spucknapf. Ah. Dann müssen Sie einiges schlucken, aber es lohnt sich. Schauen Sie mich an. Man kommt ohne mich nicht mehr aus. Aber das können Sie alles nicht verstehen, Sie, die Sie befreit sind von der Last des Arbeitens. Vom Druck, ewig der Erste und Beste sein zu müssen. Manchmal beneide ich Sie. Darf ich Ihnen was sagen? Ganz unter uns. Wir brauchen Sie gar nicht mehr. Jetzt gucken Sie nicht so betröppelt, Sie wussten es doch vorher. Sie sind nicht nur arbeitslos, Sie sind auch überflüssig. Wir machen ein Angebot, 361 Euro im Monat, Hartz IV. Und dafür halten Sie die Klappe. Schweigegeld. Und wenn Sie die Klappe aufmachen, dann mittags im Fernsehen, wo Sie mit Ihresgleichen vor der Kamera rumproleten können. Mitten im Leben. Wir werden Ihnen alles nehmen, nur den Fernseher nicht. Versprochen, egal wie groß er ist. Wir werden dafür sorgen, dass dort nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Wir werden dafür sorgen, dass im Discounter der Alkohol so billig bleibt, dass Sie wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Alle 4 Jahre veranstalten wir Wahlen, damit so aussieht, als würden wir uns für Ihre Meinung interessieren. Und damit so aussieht, als würde sie überhaupt etwas ändern. Alle 2 Jahre ein sportliches Highlight, damit das kollektive Dahinsiechen vom kollektiven Freudentaumel übertüncht wird. Da können Sie jetzt im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Yogis Jungs spielen. Und wenn Sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, Ihre Arbeitslosigkeit, Ihre Sinnlosigkeit und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden, dann kürzen wir Ihnen die Bezüge, damit Sie sehen, wie schön Sie es vorher hatten. Und falls dann noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langem Bart. Und ich sage Ihnen eins, machen wir Ihnen so lange Angst, dass sie ihn durch Mark und Bein fährt. Und spätestens dann fressen Sie uns aus der Hand. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft. Toi, toi.